Hallo, ich begrüße Sie heute zu Rathaus Aktuell. Mein Name ist Celine Hirschmüller und heute findet eine Sondersendung zum Katertag statt. In diesem beraten sich Schülerinnen und Schüler, um ein neues Regelwerk für den Seilkampf zu beschließen, um ihr Zusammenleben zu verbessern. Nun schalte ich erstmal live zu meiner Kollegin Frau Berak-Sarikaya. Danke, Frau Hirschmüller. Ich bin hier live in Hannover vor unserem wunderschönen Rathaus. Heute ist Seilkampf-Katertag. Es treffen sich 4 Klassen und ich bin echt gespannt, was heute so passieren wird. Gehen wir doch mal rein. Gerade finden im Rathaus die Ausschusssitzungen statt. Am Seilkampf-Katertag gibt es den Ausschuss für Regeln, den für Konsequenzen und den für Vermittlungen. In diesen Ausschüssen sind Vertreter der teilnehmenden Schulklassen vorhanden. Also ich bin total überrascht, wie diszipliniert und ernsthaft die Schülerinnen und Schüler das betreiben. Dass das alles gut vorbereitet ist, scheint mir. Das finde ich ganz, ganz beeindruckend. Es war sehr positiv, ist sehr aktiv alle, sehr konzentriert. Und ich fand, dass sie sich auch sehr gut eingebracht haben und sich Gedanken über die Anträge und Fragen gemacht haben. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe erwartet, dass wir ein paar neue Regeln für den Seilkampf finden. Und bis jetzt lief es ganz gut und wir kamen schon zu einigen schönen Ideen. Ja, einen Antrag hatten wir, dass im Östra Fahrgastfernsehen Werbung für die neuen Regeln im Seilkampf gemacht wird und an den Haltestellen Plakate aufgehängt werden. Das Beste ist, wir könnten alles sagen, was wir wollten und danach so zustimmen und so. Mein Lieblingsantrag ist, anderen respektieren. Ich sehe schon, hier laufen sehr viele Politiker rum und ich versuche jetzt gerade ein paar zu schnappen, damit wir ein paar Interviews machen können. Also sollte ich sie nicht verpassen. Ich mache mich mal auf den Weg. Ja, ich denke, alle waren sehr diszipliniert. Alle haben mir manchmal immer zugehört oder auch manchmal nur zugehört. Ich denke, man hat sich an das gehalten, was man vorher verabredet hatte. Obwohl ich das erste Mal erlebt habe, dass einer seinen eigenen Antrag abgelehnt hat. Das haben wir noch nicht erlebt. Aber man wird ja klüger. Das sind tolle junge Leute und das ist immer widerspiegelt das, was ich schon immer auch gesagt habe, dass unsere Jugend nicht negativ vorzeigbar ist, dass die positiv vorzeigbar ist, dass wir tolle Jugend haben, die auch was im Kopf haben, die sich auch ausdrücken können, die sich auch beschäftigen. Ich bin wirklich auch sprachlos darüber, wie gut man mit den Anträgen so klarkommt. Da muss ich sagen, habe ich zu Anfang größere Probleme gehabt wie die Jugendlichen heute. Zum Schluss kommen alle Schüler des Katerparlaments zusammen. Auch hier waren wir live mit der Kamera dabei. Dann lasse ich über die Tagesordnung abstimmen. Wer so beschließen möchte, dass wir nach der euch vorliegenden Tagesordnung so verfahren, den bitte ich in das Handzeichen. Hände hoch, sonst gibt's nichts. Ja, ich hoffe, dass die Schüler, nicht nur meine, sondern alle Schüler, sich auf eine Charta einigen, die im Seilkampf etwas mehr, Zufriedenheit herstellt. Ich nehme hoffentlich mit, dass wir dann Leute zumindest ein Stück mehr für Politik begeistert haben, dass sie sich dann vielleicht auch selber mal entscheiden, was auch für ihre Mitmenschen zu tun. Also ich nehme mit, dass das für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt an dem Prozess beteiligt waren, sicherlich sehr hilfreich, lehrreich war. Und ich habe auch den Eindruck, dass die sich mit diesem Thema Regeln viel mehr auseinandergesetzt haben, als das so vorher vielleicht der Fall war. Es war bisher ganz gut. Es hat sehr Spaß gemacht. Ja. Also es ist positiv, als erstmal so ein Rathaus zu sein. Es ist sehr viel Diskussionsbedarf bei allen Fraktionen, also bei uns und bei den anderen Klassen. Es ist eigentlich ein anderes Erlebnis sozusagen. Sonst eigentlich fand ich die Idee, die Mülltrennung, also dass auch geachtet wird, ob der Müll jetzt getrennt wird oder nicht. Also das ist ja auch positiv für die Umwelt auch gleichzeitig da. Dass man im Seilkampf klein anfängt und dann immer weiter größere Schritte macht. Ich war gerade im Katerparlament. Das ist das Highlight des Tages, denn dort wird alles nochmal besprochen und diskutiert. Unter der Leitung von Bürgermeister Strauch, den ich auch interviewt habe. Ich weiß, dass ihr seit heute Morgen hier am Arbeiten seid. Ich weiß auch, dass das eine fremde Materie ist. Das macht ihr nicht jeden Tag. Ihr habt gute Themen gewählt. Ihr habt, wie ich meine, interessante Bereiche aufgegriffen. Und ihr habt sehr, sehr diszipliniert und auch hart und gut miteinander diskutiert. Vor allen Dingen kurz. Manche Ratsmitglieder sprechen viel länger und es kommt auch nicht viel mehr bei rüber. Ich fand den Antrag mit dem Mobbing miteinander sozusagen darauf achten, dass niemand
aufgrund seines Aussehens, aufgrund seiner Einstellungen von anderen diskriminiert wird und gemobbt wird. Das finde ich unwürdig, wenn man das mit Menschen tut. Den Antrag fand ich gut. Ja, und wir haben jetzt nun ein Regelwerk für Saalkamp und ich denke, wir sind zu einem sehr guten Ergebnis gekommen. Und somit möchte ich zurück ins Studio gehen. Ich hoffe, Ihnen hat diese spezielle Sendung heute gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Die Regeln, die ihr euch gebt, haltet euch dran, dann wird vieles besser. Politik zum Anfassen ist tausendmal besser als das Sportfest. Mama, Mama! Ist Politik und ist zum Anfassen. Politik zum Anfassen.